Ein 14 Meter langes Stahlrohr schmückt in Schwenningen den Marktplatz. Es handelt sich um eine Sonnenuhr. Mit dieser unkonventionellen Zeitanzeige kann jedoch nicht jeder Bürger etwas anfangen. Ist natürlich ein wenig gewöhnungsbedürftig, der Pfahl. Und dann finde ich, steht er nicht an der richtigen Stelle. Ich bin neulich vorbei, da war der im Schatten. Da konnte also gar nicht die Ziffern dann bescheinen oder was man, wie man das jetzt sagt. Es ist zuerst mal sehr schwer halt zu erkennen, dass es überhaupt eine Sonnenuhr ist. Ah ja, jetzt sehe ich halt. Jetzt sehe ich die Zahlen, okay. Na, ich habe es auf den ersten Blick gar nicht erkannt. Was ich davon halte, ist, die ist jetzt halt neu. Und mich würde halt interessieren, wie sie überhaupt arbeitet. Halt, ja. Also Sie verstehen gar nicht, wie es funktioniert? Nein, nein, ich habe es halt noch nie gesehen. Und wie gesagt, es ist halt neu hier. Und ja, schon interessant. Im Netz hatte die Uhr nach dem Aufstellen viel Spott geerntet. Sie war optisch mit einem Riesenzahnstocher und mit einem Dönerspieß verglichen worden. Nun hat die Stadt in einer Pressekonferenz mit den Unklarheiten rund um das Bauwerk aufgeräumt. Die Uhr bildet die Sommerzeit ab. Wer wissen will, wie viel Uhr es ist, sollte sich am besten direkt hinter der Uhr aufstellen. Das Rohr wirft einen Schatten. Dieser Schatten fällt auf im Boden eingelassene Zahlen entsprechend der Uhrzeit. Die Uhrzeit wird mit einer Genauigkeit von plus minus 15 Minuten angegeben. Die Schwenninger Sonnenuhr ist Teil des millionenschweren Jahrhundertprojekts Neugestaltung des Marktplatzes. 3 Jahre lang wurde gebaut. Allein die Uhr kostete 25.000 Euro. Sie soll an die Schwenninger Uhrenindustrie erinnern. Was aber, wenn der Platz in Schatten gehüllt ist? Dann empfiehlt sich die Uhr am Rathaus. Sie funktioniert auch ohne Sonne.